Wer die Herrlichkeit eines Sonnenaufgangs auf einem Berggipfel erleben will, muss meistens früh aus den Federn, um dann im Stirnlampenmodus den richtigen Weg zu ertappen. Wir haben die Canis Flu ausgewählt. Sie hat sich in den vergangenen 20 Jahren an die Spitze der Sonnenaufgangsgipfel hochgearbeitet. Hat man einmal den Gratrücken zum Gipfel erreicht, steigt im Nordosten die Morgenröte in den noch dunkelgrauen Himmel. Jetzt ist es Zeit, sich am Psalm 57 zu erinnern. Wach auf, meine Herrlichkeit, wacht auf, Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. In der Symbolsprache der Bibel steht Morgenrot für Schönheit, Gewissheit und Hoffnung auf einen neuen, guten Tag. Und um 16:45 war es dann soweit. Die Gipfelkreuze auf unseren Bergen sind nicht nur eine fest verankerte Tradition, sondern sie haben auch eine tiefe Symbolsprache. Mit dem Tod Jesu am Kreuz wurde nämlich die Grundlage dafür geschaffen, dass wir überhaupt mit Gott in Beziehung treten können. Und so weisen die Gipfelkreuze wie Finger in den Himmel und deuten an: Dieser Gipfel hier ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Im Punkt der Herrlichkeit. Such den, der weiter oben ist. Jetzt haben wir euer schönes Plätzchen gezogen. Abonnieren den Kanal, posten eure eigenen Plätze. Es gibt eine Ballonfahrt und viel anderes zum Gewinnen. Und auf Wiedersehen.